Seid herzlich willkommen zurück zu Spyro Reignited Trilogy. Meines Wissens nach sollten wir eigentlich, glaube ich, jetzt sogar alle Talismane haben. Warte mal, nee, doch, Aquarium haben wir auch. Dann steht uns eigentlich bloß gerade der Kampf hier noch bevor. Gut gemacht, Spyro. Du hast jetzt alle 6 Talismane. Jetzt geht die Tür auf. Und ich glaube sogar, in der nächsten Phase sollten wir die letzte? Bevor du das Burgverlies erreichst, Spyro, möchtest du vielleicht wissen, wie Riptor und seine Monster nach Avala kamen. Weißt du, letzte Woche in der Wintertundra hat der Professor an einer neuen Superportal-Technologie gearbeitet. So, das ist die letzte Kugel. Mal sehen. Wir brauchen nur noch Koordinaten. Ja, wie wär's mit 22475? Mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Drachen? Wunderbar! Crash, geh und pack meine Sachen! Wir ziehen ein! Sagt Hallo zu eurem neuen König! Professor, schalt es ab! Schnell! Oh Mann, ich sehe den Schalter nicht! Ich glaube, meine Brille ist kaputt! Crash, geh durch! Idiot. Sag deinen Freunden, sie sollen die Kugeln in Avala verteilen. Schnell! Nein! Galt! Das holt die Kugeln zurück! Gau! Du abscheuliches kleines Wesen! Oh, warte! Es sieht schlecht aus für Avala. Jäger, warum jagst du ihn nicht? Ja, ich hätte ihn ja gejagt. Aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, kann uns vielleicht ein Drache helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser dafür geeignet ist, eins dieser Wesen abzufangen. Zum Beispiel Blimmer. Jetzt kommt sogar unser erster Bossfight. Gegen Crash. Crash war, glaube ich, sogar sehr einfach gewesen. Na gut. Mit dieser Superfähigkeit ist es eigentlich auch an sich einfach. Aber im Prinzip ist es auch ohne diese Fähigkeit easy. Aua! Du musst ihn eigentlich nur mit Feuer bekämpfen. Danach macht er sich eigentlich selbst fertig.
Weil er dann nämlich auf den Boden haut und sich die Steine auf den Kopf fallen lässt. Aber dazu muss man ihn auch erstmal treffen und das ist ein bisschen schwer mit dieser Superfähigkeit, sag ich mal. Natürlich sollte ich mich dabei auch nicht selber treffen lassen. Gönn dir Sparks, gönn dir. Aua. Nein, Grunge! Diesen Dummkopf magst du ja besiegt haben. Aber Galb ist dir haushoch überlegt. Mach schon, Kleiner. Galb, komm sofort her! Mach ihn fertig und mach, dass es ihm wehtut. Galb, hol mich hier raus! Bis dann, Drache! So ein Feigling. Nein, wie gesagt, normalerweise hätte man ja diese Superfähigkeit so an sich gar nicht, meines Wissens nach jetzt. Aber ganz normal mit Feuer bespeien und dann passt das schon. Ich verstehe selber nicht, warum ich das jetzt habe. Vermutlich, weil ich den Teil schon durchgespielt hatte. Auf meinem Account. Aber egal. Dieser Ripto hat genug Ärger gemacht. Seine Einmischung kostet mich ein Vermögen. Wäre Spyro nicht gewesen, wäre ich bankrott. Wenn Ripto hier wäre, würde ich ihm die Meinung geigen. Ich würde ihm sogar gern noch mehr antun. Ich war Bantammeister als Boxer an der Universität und kenne noch ein paar Moves. Nimm das! Und das. No. Komm her. Du. Ach, da gibt er sich mit der einen Welt nicht zufrieden, muss er auch gleich die nächste übernehmen. Alles klärchen. Gut, aber hier sind wir jetzt erstmal richtig. Das erste, was wir machen. Ja. Sieh an, ich wette, ein reicher Drache wie du gibt gern ein paar Edelsteine aus, um klettern zu lernen. Ich würde es dir gerne beibringen für, sagen wir mal, eine kleine Gebühr. Aber klar doch. Das möchte ich haben, 500, nehmen wir. Du wirst es nicht bereuen. Gut. Wenn du eine erklimmbare Wand ziehst, so wie die zu meiner Linken, spring einfach dran und du hältst dich mit deinen Krallen fest. Beweg dich hoch oder runter. Drück erneut Sprung, um abzuspringen. Du kannst auch seitwärts an andere erklimmbare Bereiche springen. Sehr schön. Ach so, das ist eigentlich auch ganz interessant. Diese Welten zeigen nämlich an, wie viele wir noch in den jeweiligen Welten sammeln müssen, also an Edelstein. Und wir kommen sogar dahin zurück. Okay, aber. Einmal kurz ins Handbuch. Ich möchte einmal nach Glimmer zurück.
Denn da fehlten uns ja auch noch einige. Einige Sachen, die wir noch machen müssen. Und da wir jetzt klettern können, erreichen wir diese Sachen sogar. Deswegen nutze ich einfach mal jetzt noch die Rest der Folge, um diese letzten Sachen noch zu holen. So. Spyro. Leider ist gerade eine Echsenmeute aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine klaut. Kannst du's? Das interessiert mich gerade nicht. Eigentlich interessiert mich bloß. Das hier. Da geht schon wieder das Telefon. Irgendeine Nummer ruft er. Diese Höhle sind auch Edelsteinlampen, aber sie am Brennen zu halten ist noch schwieriger. Du brauchst das Superflug-Power-Up, um die Lampen zu entzünden. Achso, alles klar. Ja, stimmt. So Leute, jetzt reicht es mir mit meinem Telefon. Entschuldigt mich kurz. Zehn Gegner müssen wir haben insgesamt, also ist klar. Nur so Probleme und die kriegen wir doch fix zusammen. Sieben. Acht. Oh, ich glaube, die letzte haben wir in der Höhle. Dich und dich. Perfekt. Okay. Hey, toll! Du hast das Superflug-Power-Up aktiviert. Jetzt kannst du die Lampen in dieser Höhle entzünden. Dich. Danke für deine Hilfe beim Entzünden der Lampen, Spyro. Ich dachte schon, wir müssen da. Okay, wie sieht es mit den Kugeln aus? Wir haben alle Kugeln gesammelt. Jetzt will ich aber noch da hinten rauf. Da müssen wir noch irgendwo was vergessen haben. Ich frage mich gerade. Irgendwo müssen wir ja noch was vergessen haben. Auf jeden Fall irgendwo da oben.
vielleicht hier? Ah, guck mal da. Perfekt. Dann haben wir hier auch die 100%. So. Im Sommerwald fehlt uns ja auch noch was. Dann werden wir das auch noch mal fix erledigen. So viel ist es ja nicht. Und dann werden wir noch am Sonnenstrand das erledigen. Das heißt, wenn wir es von der Zeit her schaffen, aber eigentlich sollte es möglich sein. So. Dazu muss ich aber... Spaß. Haben wir da hinten noch was vergessen? Oh, guck mal. Nochmal zurück. Da hinten habe ich noch was vergessen. Sparks. Wo du nicht noch alles was entdeckst. Guck mal hier. Da? Wo muss da hinten irgendwo was sein? Ach, nutzen wir hier die... den kleinen Gang. Jedenfalls müssen wir erstmal nach da oben. Kurz gucken, war hier nicht irgendwo. Ich komme hier auch hin. So, Sparks, ist das da? Alles klar. Ach, da oben. Guck mal hier, was hier rumschwirrt. Hey, cool, alle Kugeln gesammelt. Okay, Kugeln haben wir alle gesammelt, aber mir fehlen immer noch 4 Kristalle. Und die sind dann wohl hier. Irgendwo. Ach lol. Gut, jetzt fehlen mir noch 2. Oh. Perfekt, haben wir hier auch die 100%. Da haben wir auch alles. Perfekt. Gut, dann fehlt uns hier eigentlich bloß noch ein Sonnenstrand. Und dann können wir auch schon die nächste Welt machen. Beziehungsweise dort alles erledigen. Ja, vielleicht schaffen wir das ja noch in dieser Folge. Und ich muss mal wirklich so ein Öl kaufen. Damit das hier nicht mehr so knarzt.
Aber erstmal müssen wir die Ladebildschirme über uns ergehen lassen. Hallo? Stimmt. Du geh mal bitte darauf. Und ich glaube, wir müssen sowieso einige Gegner hier machen. Hey. So, aber wichtig ist erstmal. Welches ist? Hab ich euch eigentlich beim letzten Mal auch befreit? Apropos befreit. Ich weiß nicht, ob das jetzt vom wichtig ist, aber ich werde mal auch mal machen. So. Stimmt, dich, da muss ich damals hoch rum. Schildkröte, geh doch mal bitte dahin. So, einmal da. Dich. Da können wir dich machen. Stimmt, genau, das war ja wichtig gewesen, dass wir das machen. Ach ja, deswegen brauchte ich doch das Power-Up. Anders hätte ich das nämlich nicht erreicht. Warte mal, habe ich jetzt eigentlich schon? Die Wasserbauer haben die meisten Babyschildkröten gefangen und in unglaublich stabile Kisten gesteckt. Mit einem stärkeren Flammenangriff könntest du die Kisten vielleicht auch. Eine Kiste fehlt mir noch. Ja, die ist, glaube ich, irgendwo anders. Dich erledigen wir auch. Da haben wir auch die Kiste. Sehr beeindruckend. Nimm bitte dieses heilige Dingsbums als Zeichen unserer ewigen Dankbarkeit. Nice. So. Jetzt brauchen wir aber erstmal. Ja gut, was heißt wir brauchen? Jetzt gibt es irgendwo ein paar andere Dinge, die wir machen müssen. Erstmal gehe ich hier runter und sammle noch die Kristalle ein. Babyschildkröten Suppe machen will, kannst du hochklettern und ihn aufhalten?
Aber klar doch. Nichts leichter als das. Aus deinen Schildkrötenfreunden mache ich eine leckere Suppe, wenn ich sie fangen kann. Versuch ruhig, sie zu retten, aber ich habe schrecklichen Hunger. Ah, das ist ja jetzt noch nicht das Problem. Na gut, ich kann es auch auf altmodische Weise machen, ne? Wie es eigentlich geplant war. Du hast ein paar Schildkröten gerettet, aber es gibt noch reichlich mehr davon. Hier, nimm diese Kugel. Sicherlich gibt es noch reichlich mehr davon und diese müssen wir jetzt auch alle retten. Bloß nicht kochen, mein Freund, bloß nicht kochen. Nein! Das ist das Problem. An sich ja gar nicht schwer. Man muss sie bloß treffen. Geht da auch rein. Na. Mist, du hast alle Schildkröten am Strand gerettet. Hier, nimm das. Ich wollte damit Kartoffeln kaufen, aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Du wolltest damit Kartoffeln kaufen? Okay. Und dann haben wir auch... alle Kristalle, sehr schön. Machen wir das hier auch auf altmodische Weise. Da könnt ihr sehen, wie das ohne diesen super Power-Up von Dings funktioniert. Perfekt. Leute, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin allerdings, macht's gut und haut rein. Ciao.